Hallo zusammen. Dies ist das letzte Video in dem Zyklus und beschäftigt sich mit einer kurzen Anwendung, und zwar der innerbetrieblichen simultanen Leistungsverrechnung. Da hat man im Prinzip ein oder mehrere, insbesondere mehrere sogenannte Hilfskostenstellen, hier in diesem Beispiel eine Werkstatt und ein Kraftwerk. Das können aber auch andere Hilfskostenstellen sein. An diesen Hilfskostenstellen entstehen Kosten. Was weiß ich hier zum Beispiel in der Werkstatt? Primärkosten von 20.500 € und im Kraftwerk Primärkosten von 9.500 € zum Beispiel für Löhne und Material. Nun möchte man gerne wissen, da ja das Kraftwerk und auch die Werkstatt beide Leistungen abgeben, was kostet so eine Leistungseinheit? Beispielhaft für die Werkstatt. Die Werkstatt hat Einnahmen immer dann, wenn sie was abgibt. Das heißt, hier macht sie 400 Arbeitsstunden für die Schraubenherstellung, hier 400 Stunden für die Nägelherstellung. Hier liefert sie 100 Stunden ans Kraftwerk. Umgekehrt, das heißt also, wir haben hier Einnahmen einmal 100 Stunden, dann 400 Stunden und nochmal 400 Stunden und auf der anderen Seite Ausgaben, insbesondere diese 20.500 € für Löhne und Material. Und dann brauchst du auch noch Strom aus dem Kraftwerk. Irgendwie 20.000 Kilowattstunden aus dem Kraftwerk. Nenne ich einfach mal kW. So, was mache ich jetzt damit? Diese Leistungseinheiten hier, die kann ich geltlich bemessen. Das heißt, das ist meine Werkstattstunde. Das hier ist meine Kilowattstunde, die ich letztendlich aus dem Kraftwerk kriege. Das muss passen. Das muss natürlich auch für das Kraftwerk passen. Das heißt, wie sieht es beim Kraftwerk aus? Das Kraftwerk hat auf der einen Seite Einnahmen, die wir schon hatten, die 20.000 Kilowattstunden, die es an die Werkstatt liefert, 20.000 gehen nochmal an die Schraubenherstellung und 80.000 an die Nagelherstellung. Das sind die ganzen Kilowattstunden, die die Werkstatt liefert. Umgekehrt muss es Kosten generieren von 9.500 und das, was die Werkstatt an Stunden für sie aufwendet, das sind nochmal 100 Stunden. Also habe ich nochmal 100 Werkstattstunden. Was hat das Ganze jetzt mit Gleichungssystemen zu tun? Das kann man auf dem Zettel nicht so gut erkennen. Wenn man das hier jetzt zusammennimmt, hat man hier 900 Werkstattstunden sind 20.500 plus 20.000 Kraftwerkseinheiten. Umgekehrt sind 120.000 Kilowattstunden gleich 9.500 plus 100 Werkstattstunden. So, und jetzt sieht man schon langsam ein Gleichungssystem. Nehmen wir die Werkstattstunden als x und die Kraftwerkstunden als y und schreiben das Ganze noch in Normalform. Das war ja alles mit x und alles mit y untereinander. Dann haben wir, wenn wir mit den Werkstattstunden anfangen, hätten wir 900 x minus 20.000. Die müssen nämlich von da auf die andere Seite. Y sind 20.500. Und wir haben auf der anderen Seite die 100, wenn wir das wieder erst in die x nach vorne schreiben, haben wir also minus 100x plus 120.000
Y und das sind 9.500. Das heißt, hier sehen wir jetzt das Gleichungssystem. Wenn man das Gleichungssystem lösen will, ist es sinnvoll, beide Zeilen erstmal durch 100 zu teilen und dann das Ganze wieder als Matrix zu schreiben. Das heißt, was steht da? Wir haben dann also 9 minus 200, 205 und in der unteren Zeile minus 1, 1.295. Und jetzt sind auf dem Blatt Lösungen für das Gleichungssystem gegeben und diese Lösungen generieren sich aus dem Lösen dieses Gleichungssystems. Einfacher ist es immer, wenn man die Zeile mit der 1 nach oben schreibt, also mal 9 dahin, dann hätten wir hier stehen minus 1, 1000, das ist die Zeile, die wir dann nicht verändern, 95, hier ergibt sich die 0, 1200 mal 9 minus 200 sind 10.600 und 95 mal 9 plus 205 sind 1060. Und jetzt sieht man schon, die kann man wunderbar durcheinander dividieren. Dann kriegt man hier ein Zehntel raus. Also wenn man das hier durch ...10.060 teilt, dann bekommt man minus 1.200... 95, hier eine 10 und da eine 1, hier bleibt die 0. Naja, und weiterrechnen führt dann auf das Ergebnis auf dem Zettel. Das heißt, hier sieht man jetzt sehr schön, wo werden Gleichungssysteme eingesetzt, wo kann man sie nutzen, wie kann man sie nutzen, in welchen Modellen tauchen Gleichungen auf. Und dieses ist sozusagen eine kleine Abschlussmotivation, sich mit Gleichungssystemen zu beschäftigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben alles verstanden.